Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier am Landeskanal zu dieser kontradiktorischen Live-Diskussion über die S-Bahn Liechtenstein. Vor einem Monat hat der Landtag mit einer deutlichen Dreiviertelmehrheit Ja gesagt zum geplanten Rückgrat vom Mobilitätskonzept 2030 und einem damit verbundenen Finanzbeschluss von 71 Millionen Franken. Zugleich hat der Landtag beschlossen, das Generationenprojekt auf direktem Weg an der Volksabstimmung vorzulegen, damit zuletzt das Volk auch wirklich das letzte Wort hat. Die Volksabstimmung ist auf den 30. August angesetzt worden. Und schon in gut einem Monat startet der Briefwahl dazu. Die Regierung hat in den letzten zwei Jahren Gemeinden informiert über das Projekt, hat viele Fragen beantwortet, respektive nicht die Regierung, sondern das zuständige Infrastrukturministerium. Und die Regierung hat aber beschlossen, dass man zusätzlich so eine kontradiktorische Diskussionssendung macht, damit Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, quasi eins zu eins das Argument von Gegner und Befürworter mitverfolgen können. Als Diskussionsgäste begrüßen darf ich je zwei prominente Vertreter aus dem Pro- und aus dem Kontralager. Ganz außer Pro-S-Bahn, der Regierungsstellvertreter und zuständige Infrastrukturminister Daniel Risch. Guten Abend. Guten Abend. Und der Landtagsabgeordnete Daniel Öri, seines Seins Vorsitzender von der Mobilitätsfachgruppe vor der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer. Hallo. Guten Abend. Und in der Mitte das Gegenkomitee S-Bahn Nein. Mit den beiden Landtagsabgeordneten Erich Hasler und Herbert Elkoch. Hallo zusammen. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Wir haben im Vorfeld abgemacht, dass wir auf gut Liechtensteinisch per Du miteinander sind. Man kennt sich, also nicht per Sie, sondern wir sind per Du. Starten wir gleich mit den Eingangsstatements, damit die Karte gleich einmal auf den Tisch liegend. Was ist für Sie das Schlüsselargument für oder gegen das S-Bahn-Projekt? Fangen wir an mit dem zuständigen Infrastrukturminister Daniel Risch. Eigentlich geht es um viel mehr als nur eine S-Bahn. Ja, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, ich begrüße Sie herzlich hier aus dem Fürst-Johannes-Saal, wo wir in den letzten Monaten viel haben dürfen informieren und haben müssen informieren. Und ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, nicht nur zu informieren, sondern auch zu diskutieren. Bei der S-Bahn geht es ja nicht nur darum, quasi ein Infrastrukturprojekt auszubauen. Es geht um sehr viel mehr. Es geht um die Verbindung von zwei Verkehrssystemen. Es geht um die Verbindung von der Region. Und es geht vor allem darum, das Mobilitätskonzept, das wir aus dem Saal vor einigen Monaten dürfen vorstellen, das umzusetzen und mit dieser Umsetzung zu starten. Darum ist das eigentlich nicht einfach ein Finanzbeschluss für ein Projekt, sondern für mich ist das ein Startschuss für viele, die folgen sollen. Natürlich startet es immer mit einem Schritt und über den ersten Schritt können wir heute diskutieren, haben wir in den letzten Wochen dürfen informieren und spüren auch in diesen Veranstaltungen, dass wenn man sich mit den Fakten beschäftigt, wenn man auf die Inhalte eingeht, dann kann man durchaus überzeugt Ja sagen. Bleiben wir gerade bei der Pro-Seite, Daniel Öri. Sie sind überzeugt von der S-Bahn. Ist die S-Bahn das aller Heilmittel für die Lösung für unser Verkehrsproblem? Die S-Bahn ist nicht das aller Heilmittel. Die S-Bahn ist aus für das Kernprojekt im Mobilitätskonzept 2030. Die S-Bahn ist darum wichtig, weil viele andere Länder jetzt immer nicht allein erkennt und dass nur ein Mix dazu führt, dass man Verkehrsthematiken jetzt, aber auch in Zukunft die Mobilitätsbedürfnisse befriedigen können. Darum setzt das Land Vorarlberg und der Kanton St. Gallen mehrere hundert Millionen ein in die Infrastruktur von der S-Bahn, in den Ausbau von der Bahnhöfe, in Doppelgleis, die entstehen. Und das machen sie nicht, weil sie daran glauben, sondern weil sie wissen aus Erfahrungswert, dass wenn eine S-Bahn mit einem guten Takt fährt und dass eine S-Bahn qualitativ hochwertig ist, dass Pendler umsteigen. Für Liechtenstein ist es eine Investition in die Region, für die Liechtensteiner ist es eine Investition in eine mobile Zukunft und darum setze ich mich seit vielen Jahren für die S-Bahn ein und bin überzeugt, dass wir jetzt einen ersten Schritt machen müssen. Kommen wir zum Gegenkomitee S-Bahn Nein. Ich glaube zuerst Erich Hasler. Wie sagen Sie? Zuerst einmal vielen Dank, dass wir uns heute auch mal äußern dürfen vom Gegenkomitee und ich möchte einfach zuerst gerade einleitend daran erinnern, dass wir hier nicht über das Mobilitätskonzept abstimmen, sondern über die S-Bahn. Das ist also ein singuläres Projekt, ein Teil von dem Mobilitätskonzept. Aber man soll das eben nicht verwechseln mit dem Mobilitätskonzept. Ich glaube, dass die S-Bahn im Moment
nicht den Nutzen verspricht, wie Befürworter man. Die Liechtensteiner werden noch in Zukunft bei der Fortbewegung nicht die S-Bahn benutzen, weil die S-Bahn lediglich zwei Dorfteile mit Schaan verbindet und es übrigens sehr umständlich wäre, wenn man sich vom Unterland da vielleicht noch Vaduz bewegen müsste, müsste man mehrfach umsteigen. Also von dort her gesehen ist klar, dass die S-Bahn der Liechtensteiner eigentlich wenig nützt. Oder? Dann ist es so, dass Befürworter natürlich auch den Umsteigeffekt bei einer ausgebauten S-Bahn stark überschätzen. Wir haben eine 20-jährige Erfahrung mit der bisherigen S-Bahn und wir haben nur wenige hundert Pendler bewegen können, die S-Bahn auch zu benutzen. Wobei nicht ganz klar ist, wie viele Pendler überhaupt aus dem Liechtenstein sind. Dann ist es so, dass ja österreichische Pendler gerade eine S-Bahn zum Beispiel gratis benutzen können, wenn sie das, die Maximo-Card haben. Das heißt, trotz gratis ÖV im Liechtenstein wird das nicht stärker benutzt. Das Vorgehen von der Regierung finde ich persönlich demokratiepolitisch fragwürdig, da man jetzt ja nur über einen Teil der Warenkosten abstimmt. Wir haben ein grosses Verkehrsproblem in Schaan. Wenn die S-Bahn kommt, sind die Schranken noch viel öfters zu. Entschuldigung, ja. Dort dazu kommen wir also. Aha, ja, okay. Vielleicht am Anfang ein bisschen kurz halten. Ja, eben, wie gesagt, also das denke ich, ist schon mal. Dann haben wir natürlich einen Haufen Grundstücke, die nicht im Besitz vom Land sind. Die müssen noch enteignet werden, etc. Das ist für mich auch ein Vorgehen, das für mich nicht in Frage kommt. Und dann haben wir natürlich durch die S-Bahn hohe Folgekosten. Und ja. Ich denke mir, das ist angesichts von dieser Corona-Krise momentan sehr fragwürdig, wenn man jetzt hier investiert in etwas, wo, ja. Herbert Delko, ist dem noch etwas anzufügen in einem Eingangsstatement? Man könnte noch anfügen, natürlich, aber der Erich Haser hat das Wichtigste gesehen. Und ja, es wird über die S-Bahn abgestimmt und nicht mehr und nicht weniger. Und alles andere braucht neue Beschlüsse, die sind ja momentan nicht da. Gut, dann steigen wir ein in die Diskussion, bleiben wir bei dir, Herbert. Du siehst, mit dem Projekt wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Was ja, heißt das? Weil die S-Bahn führt durch Schaan und man müsste zuerst wissen, was macht man in Schaan, bevor man da die S-Bahn, also bevor man das Projekt weiterführt, weil wenn einmal etwas gemacht ist, ist es noch schwieriger, dem anzupassen. Jetzt wäre noch freie Hand. Also ob die Bahn abgesenkt wird, oben der Straße oben, unten oder die Bahn nördlich von Schaan, oder ob man vielleicht mit dem Industriezubringer den verlängern auf die Brücke. Das sind alles Sachen, die eigentlich nicht in diesem Zusammenhang diskutiert worden sind. Das ist aber doch ganz entscheidend. Aber was meinen Sie, wenn Sie sagen, das Pferd wird hinten aufgezäumt? Was meinen Sie da damit, man muss zuerst auf der Straße schauen, dass man die Straßennetze noch optimiert, neue Straßen und Fahrradstraßen machen? Also zuerst muss man schauen, wie sich das Projekt fertig aus. Man hat jetzt nur den Teil S-Bahn von Doppelgleis bis Nendlen. Weiter ist hochspurig. Und aber es ist noch nicht bekannt, wie sich die Lösung in Schaan aus. Und da ist mir schon 50 Jahre sind sie planen, aber es ist immer noch nicht fertig. Und jetzt wird versprochen, ja, dass die demnächst dann fertig werden. Also versprochen ist wenn ich vielleicht pro Seite frage, der Plan ist, dass bis Ende Juni das nächste Jahr ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch liegt. Bleiben wir jetzt halt bei Schaan. Dort redet man grundsätzlich von drei Varianten. Möglich zum Beispiel wäre, dass man mit dem Hiltigreisel unten reingeht und dann im Zentrum irgendwo das wieder rauskommt. So ist es, eben noch gesehen im Landtag, wo man da diskutiert hat. Die zwei Herren sind ja im Landtag selber mit dabei gewesen und wissen, wie die Diskussion gelaufen ist. Der Landtag hat sehr viel mehr beschlossen im Mobilitätskonzept als nur die S-Bahn. Die S-Bahn ist ein singulärer Finanzbeschluss, über den kann man jetzt abstimmen. Aber der Landtag hat sehr viele Aufträge gegeben, die eben das Mobilitätskonzept umsetzen sollen. Und bei einigen von diesen Aufträgen, beispielsweise bei dem für Schaan, haben alle mitgestimmt, also auch alle anwesenden Landtagsabgeordneten. Und dort geht es darum, die Varianten zu prüfen. Es ist natürlich bei weitem nicht so, dass man seit 50 Jahren die verschiedenen Varianten prüfen täte, sondern es hat immer mal wieder Diskussionen gegeben um das Verkehrssystem in Schaan und gewisse Entscheidungen sind noch gefällt worden. Darum haben wir heute keine Linderkreuzung mehr mit einer Ampel, sondern eben ein anderes Verkehrsregime. Und wir würden auch in Zukunft andere Lösungen bringen müssen. Und ich glaube, die Diskussion darüber, was die letzten 50 Jahre nicht gemacht worden ist,
bringt uns nicht viel weiter, weil wir mal in die Zukunft schauen und entscheiden, wenn wir unsere Zukunft gestalten wollen. Für es sind wir da, für es sind wir gewählt und es sollten wir auch tun. Warum monieren ihr, dass es für Schaden keine Lösung gibt? Haben wir Landtag auch dafür gestimmt, dass man das entkoppelt? Also Prioritäten sind falsch gesetzt von uns aus. Wir haben der S-Bahn nicht zugestimmt, weil zuerst muss das in Schaden, aber es muss auch, weil der Hauptverkehr läuft ja über Straße und die S-Bahn hat nur einen sehr kleinen Anteil. Über Grenzen, über alle Grenzen verkehren täglich rund 120.000 Personen. Mit der S-Bahn sind das vielleicht 1.000. Also die S-Bahn hat lediglich einen Anteil von 1%. Die hat noch freie Kapazität. Hingegen die Straße gibt es regelmäßig Stau und der Verkehr wird eher, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, kann er zunehmen. Und darum muss also zuerst, weil wenn wir Straße nicht machen, dann tut die S-Bahn auch nicht, weil der Limobil steht dann auch im Stau und dann funktioniert der Verkehr nicht. Straße, auf der Straße nichts machen, also wenn ich Daniel Riff verstanden habe, Infrastrukturminister, sowohl als auch. Also erstens spreche ich da geht es zwar jetzt singulär um Ja zur S-Bahn oder Nein zur S-Bahn, aber das Versprechen ist ganz klar da, dass man sieht, wenn es ein Ja gibt, dann werden alle Verkehrsträger quasi gleichberechtigt. Quasi dann tut man die große Blockade, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, durchbrechen. Also das ist kein Versprechen, sondern das ist ein Auftrag vom Landtag, der ganz klar erteilt worden ist. Und selbstverständlich nehmen wir den Auftrag an. Wir haben uns auch gewünscht, dass der Auftrag so also kommt. Und das soll natürlich auch gemacht werden. Die Aussage, dass auf der Straße nichts passiert, ist natürlich auch nicht korrekt. Im S-Bahn-Projekt ist in Nendlen eine Unterführung geplant, eine Entlastung von der Engelkreuzung, wo rund 20 Millionen kosten wird, wo die ÖBB 7 Millionen dran zahlt. Und der Herbert ist in Eschen mit dabei gewesen, der Erich leider nicht. Aber dort ist die Aussage auch gekommen, dass man die Entlastung denn auch ohne S-Bahn-Projekt gerne hätte. Also, dass man die 20 Millionen trotzdem investieren sollte. Das ist die Aussage, die ich dort gehört habe. Ich denke, es wird schwierig werden, dieses Projekt umzusetzen. Aber wir müssen noch sehen, was ist in diesem Projekt drin. In diesem Projekt drin sind Strassenprojekte, sind viele Infrastrukturprojekte. Und ja, es ist ein erster Schritt. Ein erster Schritt, wo viele weitere folgen sollen. Und wo es gerade auch die Strasse natürlich Kapazitäten erweitern soll. Jetzt ist gerade die Unterführung angesprochen in Nendlen. Jetzt schaue ich der Daniel Öhr an als Eschner Nendler. Warum ist für Nendlen praktisch beschlossen? Dort ist eigentlich unbestritten, dort gibt es mehr Verkehr und längere Stauzeiten. Dort muss es unten rein und schade, dass man die Stauzeiten eher kleinreden. Also auf Seite 118 im BNA steht innen quasi, das ist zwingend nötig, das Nendlen. Warum ist es dort zwingend nötig? Und schon sieht man, ja, es ist nicht viel grösser, es gibt nicht viel längere Stauzeiten und Schliessungszeiten. Es hat weniger zu mit zwingend nötig, sondern der Gemeinderat Eschen war vor über 10 Jahren in einen Prozess eingebunden, wo man den Bahnhof Nendlen geplant hat. Der Gemeinderat war dort eingebunden und hat eine Zentrumsentwicklung auch in Nendlen geplant. Und damals hat der Gemeinderat sich für eine Unterführung ausgesprochen. Und darum ist es nicht eine Thematik, wo wir sagen, zwingend. Aber im B&A steht zwingend erforderlich drin. Es ist ein Wunsch für die Gemeinde. Aus der Thematik Schaan aus ist natürlich genau die gleiche Perspektive. Die Schaaner haben auch ein Verkehrsthema. Die Schaaner müssen sich eine Fragestellung auch stellen, wo geht es weiter. Hat aber für mich nicht damit zu tun, dass man sieht, man muss nur so ein Projekt machen, ein anderes Projekt machen. Wir sehen jetzt, der Industriezubringer von dort zu Dresden wird parallel zu der S-Bahn zwangsläufig vorantrieben. Es ist also nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt bauen wir die S-Bahn und dann bauen wir lange eh nichts. Wir sind parallel verschiedenste Massnahmen dran. Und dort gehört dazu, dass man auch den Verkehr in Schaan weiterhin optimiert. Und dort laufen auch Projekte. Aber die Befürchtung steht im Raum, Herbert Dilkoch, das hast du mehrmals gesehen. Wenn man ja sieht zur S-Bahn, dann wartet man ab und schaut, wie die S-Bahn zu laufen kommt. Wenn nicht, dann schaut man die Roadpricing, die Straße quasi unattraktiv machen, dass man die Leute auf die Bahn zwingt. Und dann passiert auf der Straße nichts. Das befürchten wir. Der Daniel Riesch sieht, ja. Das ist erklärterweise von der Regierung, vom Auftrag her ganz anders. Aber man weiß seit Jahren, dass es gewisse Lobbyisten für S-Bahn gibt, die immer wieder mit allen Mitteln versuchen, bei der Straße irgendwie das zu verhindern, wenn da etwas gemacht wird. Und wenn die S-Bahn, es wird ja an verschiedenen Orten gesagt, die S-Bahn bringe Entlastung, aber wenn da auch 5.000, was ja eine hohe Zahl wäre, mit der S-Bahn fahren,
Das sind halt dann statt 120.000 sind noch 110.000 auf der Straße. Das bringt kein Plastik. Man muss nicht nur schauen und den Nendler, es ist auch Bendra, wo täglich Stau ist und sehr oft auch am Morgen früher. Also es ist insgesamt das Straßennetz überlastet. Wir brauchen aber nicht Umfahrungsstraßen. Ja, gibt, aber heute, wenn Sie sagen, Straßennetz ist insgesamt überlastet, warum setzen die denn noch mehr auf Straßen? Wo sind Ihr Potenzial? Wir setzen nicht auf mehr Straßen, sondern dort, wo es staut, dort muss breiter gemacht werden. Vielleicht im Bendra zum Beispiel zwei Spuren, im Kreisel. Daniel Riesch zum Beispiel. Ja, ich möchte vielleicht einfach noch eine Rückfrage stellen. Herbert, du hast gesagt, die 5'000 bringen ja nichts. Jetzt ja in eurem Transparentheftchen steht, ihr seid noch nicht für eine S-Bahn. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wird es denn besser in diesem Bereich? Oder? Die Frage ist auch von der Priorisierung. Ihr sagt immer, Priorisierung ist falsch gewählt. Priorisierung, das wissen die so gut, wenn ich will, ihr habt der B und auch gelesen, ist ja nicht von uns gewählt im Sinne von, das ist wichtiger oder das ist weniger wichtig, sondern es gibt im Moment die Chance, weil die ÖBB sowieso etwas machen muss, das Projekt jetzt anzugehen und gemeinsam umzusetzen. Das gibt es in 5 oder 10 Jahren so, wie es jetzt gibt, nicht. Und insofern ist es nicht eine Priorisierung von der Wichtigkeit, sondern einfach eine zeitliche Dinge, die jetzt da liegt. Und darum, meine Frage wäre in die Richtung, aber ich sage, noch ist es nicht parat. Die Frage ist, wann ist es denn parat? Wann ist es denn besser, eine S-Bahn zu bauen, als jetzt, wo die Chance da ist? Also einmal, die ÖBB verläuft nicht, das kann man auch noch später. Und ist ihre Sache, Gesetzeskonformität, und so muss sie sowieso irgendwann machen, das ist ja schon langfällig, weil gewisse Bereiche sind nun gesetzeskonform. Und von dort her kann man, aber man muss das Ganze über alles anschauen, es muss verhältnismäßig sein zu den einzelnen Verkehrsteilnehmern. Es ist schon, wenn man will, viele Leute auf die S-Bahn bringen, dann braucht das Maßnahmen mit Strassengebühren, Parkplatzbewirtschaftung. Gut, jetzt, die ÖBB sieht quasi jetzt, ja, wir können der Verpflichtung nach, dann das modernisieren, laden Liechtenstein gleichzeitig ein, mitzumachen, nämlich in einem regionalen S-Bahn-Verbund. Was spricht dort dagegen? Respektive, wenn wir Nein sagen zur S-Bahn am 30. August, dann fährt der Zug mit der ÖBB allein ab. Und kann man dann, Herbert, in 5 oder 10 Jahren nochmal anklagen bei der ÖBB und sagen, ja, jetzt glaube ich, wir brauchen nie eine S-Bahn. Also wir haben ja jetzt schon eine S-Bahn, wir fahren seit 20 Jahren mit 18 Verbindungen. Und das steht ja auch nicht zur Diskussion. Es steht ja auch nicht zur Diskussion, dass man die Bahn will weg haben. Aber die ÖBB muss einfach jetzt die Investitionen machen für den Fernverkehr, damit sie Flexibilität haben, damit sie Fahrplanstabilität haben. Und, aber man kann dann immer noch mehr Züge bestellen, weil mit dem Auftrag, die ÖBB, die Infrastrukturunternehmen zu verbessern, fahren ja immer noch 18 Züge. Also man muss da dann auch einen Auftrag geben, der dann auch entsprechende Folgekosten verursacht. Aber das muss man nicht heute und morgen. Weil aber mit mehr Schrankenschliessungen wird der öffentliche Verkehr bei uns geschwächt. Aber wenn Österreich die Hausaufgabe erledigt hat, die ÖBB, dann würde sie sagen, okay, wenn wir jetzt selber das machen wollen, dann tun wir halt uns nicht beteiligen, dann machen wir, was ihr wollt. Daniel Riesch. Also zuerst einmal ist zu sagen, ein Bahnprojekt hat natürlich auch mit einer Schliessung von der Strecke zu tun. Das ist nicht einfach quasi, wir machen ein bisschen etwas und dann machen wir wieder ein bisschen etwas. Wir haben ja schon ausgeführt, von denen, man kann danach zu den Kosten, ein Großteil von den Kosten geht natürlich auch in Brückeninfrastruktur und in andere Sachen. Dort wird die Strecke geschlossen und dann wird etwas gemacht. Und das muss gut geplant sein und da fallen natürlich auch Kosten bei der Baustelle, Einrichtung und so weiter. Also das möchte ich einfach auch noch zu bedenken geben. Und ich möchte noch ganz kurz einen Punkt aufnehmen zu dem Thema, die S-Bahn fahrt ja heute schon. Der Erich hat vorher auch gesehen, die S-Bahn verbindet ja noch 2 Dorfteile mit einer Gemeinde. Das ist natürlich völlig falsch. Ich meine, die S-Bahn fahrt von Feldkirch bis Bux. In Feldkirch wären 5 Haltestellen, 4 bei uns und eine in Bux. Feldkirch allein hat 38.000 Einwohner, viel von denen pendeln ins Liechtenstein. Und dann ist es eingebunden und vertaktet in ein Gesamtsystem mit Vorarlberg und der Schweiz. Also wenn man jetzt da sieht, das Zögli fahrt ja noch zwischen Scharwald und Schaan, ist das natürlich komplett falsch. Und was auch wichtig ist, möchte ich einfach auch mal der Klarheit entsprechend sagen, wenn man sagt, die S-Bahn gibt es ja heute schon.
Heute steigt niemand in Schaanwald aus und niemand in Schaanwald ein. Und das ist ein ganz einfacher Grund, weil es dort gar keine Haltestelle mehr gibt, wo man ein- und aussteigen kann. Allein dort sieht man, es gibt noch weitere Haltestellen, die es noch gerne gibt. Und es ist nicht vertaktet, es ist nicht attraktiv. Also die heutige S-Bahn mit einem zukünftigen Angebot zu vergleichen, ist einfach viel zu kurz gegriffen. Und es hat mit den Fakten ganz wenig zu tun. Daniel Öhrig. Für mich ein Stichwort, das immer wieder gewendet oder aufgewendet wird, ist, man zwingt die Leute nachher in ein Verkehrsmittel. Der Pendler heute, aber auch der Liechtensteiner, ist frei in der Wahl von seinem Verkehrsmittel. Und zwangsläufig, und das kann man im Vorarlberg beobachten, wenn ich nicht im Stau stand und schnell mit einer S-Bahn vorwärts komme und nachher in den Bus umsteigen kann, oder wenn ich mit dem Rad zum Bahnhof fahren kann und umsteigen kann, dann nutze ich das, wenn es eine gute Qualität hat. Es ist nur eine Qualitätsfrage, ob die S-Bahn in Zukunft noch viel größeren Nutzen bringt als jetzt und nicht eine Frage vom Zwang. Erich Hasler, warum? Also in den meisten Agglomerationen oder in allen Agglomerationen ist man früher oder später drauf gekommen, S-Bahn macht Sinn und Städte. Und es funktioniert. Es funktioniert auch sehr gut in Vorarlberg und im St. Gallischen. Warum soll eine S-Bahn, wenn sie gut ausgebaut und gut getaktet ist, das Liechtenstein nicht funktionieren? Ja, also erstens einmal ist natürlich, die S-Bahn kann nach meiner Ansicht gerade für Liechtenstein niemals das Rückgrat vom Verkehr darstellen. Eben gerade darum, weil sie ja nur zwei Dorfteile mit Schaan verbindet im Inland. Oder? Und ich habe ja vorhin auch natürlich den Nutzen für die Liechtensteiner angesprochen, nicht insgesamt. Oder? Also für Liechtensteiner ist der Nutzen von dieser S-Bahn sehr begrenzt. Und dann muss man uns natürlich auch vor Augen halten, dass wir doch eher ein ländliches Gebiet sind und nicht eine städtische Agglomeration. Und dort ist natürlich ein Limobil. Busse sind natürlich viel eher geeignet für eine Feinverteilung vom Verkehr als eine S-Bahn. Die S-Bahn, wie gesagt, die verbindet bei uns wirklich nicht viel. Und es mag eben, wie gesagt, ein Nutzen sein auf der Pendlerseite, aber nicht für die Liechtensteiner. Aber bei uns stehen letzten Endes ja auch in der Stau drin. Also. Ja, wie gesagt, aber wie gesagt, darum muss man ja zuerst die Probleme auf der Straße angehen. Und dort hat man eigentlich jahrelang jetzt, oder jahrzehntelang praktisch nichts gemacht. Oder? Weil bei uns steht hier eine Tunnelspinne vor der Tür. Und gerade in dieser Hinsicht ist bis jetzt überhaupt nichts unternommen. Man hat sie eigentlich versucht, eher zu torpedieren, aber nicht eine Lösung zu finden, gerade mit den Nachbarländern. Und man muss eine gesamthafte Lösung finden mit den Nachbarländern, die wegen mir aus dem öffentlichen Verkehr einschließt mit einzelnen Strassenbauprojekten. Aber die S-Bahn wäre eine gesamthafte Lösung. Du hast die Tunnelspinne Feldkehr angesprochen. Die wird kommen. Kurz oder lang wird sie kommen. Und dann würde ich an einen riesigen Verkehr ins Unterland schwimmen und für den Verkehr im Park sorgen. Daniel Öhrig. Tunnelspinne ist genau das Stichwort. An sich sind wir aufgrund von unserer Arbeitsplatzsituation, wir haben jeden Tag 22.000 Pendler, ein Magnet für die Arbeitskräfte, die ins Land kommen. Und weil halt die ÖV-Infrastruktur von Feldkirchhofen nicht so optimal ist, wie sie sein könnte, fahren viele heute noch mit dem Auto. Von 22.000 Arbeitsplätzen für einen Pendler. Es sind 13.000 im Unterland inklusive Schaan. Man muss einmal hören davon reden, dass es keinen Nutzen bringt. Ein Großteil von diesen Leuten können mit dem ÖV kommen, wenn er sinnvoll vertaktet ist. Das ist er heute nicht. Man muss einfach mal in Zukunft überlegen, wie können wir im Rheintal eine Verknüpfung zwischen der S-Bahn St. Gallen und der S-Bahn Vorarlberg herstellen. Und durchs Land haben wir momentan noch eher so einen Güterweg, ÖV-technisch. Und links und rechts von Liechtenstein sind sie am Optimieren und wir schauen zu und das kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn der Erich Hasler sagt, es braucht eine ganzheitliche Lösung, dann ist eigentlich genau das, die regionale Einbettung, dass sich Liechtenstein einklingt, ist regional S-Bahn-Konzept. Daniel. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken bei Erich für die Aussage, die er vorher gemacht hat, dass es ein Gesamtkonzept braucht, das, was regional einbettet ist, weil nichts anderes haben wir im Mailandtag besprochen, wo er selber dabei war, schon nur die Aufträge erteilt worden sind. Die S-Bahn ist ein Teil von der Einbettung ins regionale System. Und wenn ich die Aussage höre, das bringt ja am Liechtenstein noch nichts, dann frage ich mich, seit etwa 50 Jahren haben wir eine Autobahn auf der Schweizer Seite, oder, wo am Liechtensteiner sehr viel braucht, weil die Binnenpendler oft die Schweizer Infrastruktur brauchen und wir dankbar sind. Und selbstverständlich arbeiten wir mit den Schweizer Kollegen daran, um die Treibrocken zu optimieren. Ich glaube, all das, was da gefordert wird, liegt eigentlich da und ist beschlossen zur Umsetzung. Und da möchte ich mich herzlich für das Votum bedanken, was natürlich am Mobilitätskonzept auch wieder Unterstützung gibt. In einem früheren Votum hat der Erich auch noch gesagt, ja, wir wissen ja gar nicht, wie viele Pendler das wir haben. Er hat auch nicht gemeint, wie viele das im Land hinpendeln. Und ich möchte dazu einfach sagen, wir wissen sehr wohl, wie viele das im Land sich bewegen, aber wir wissen, dass jeder einzelne Pendler, wo wir jetzt da darüber reden,
sein Ziel im Liechtenstein hat. Er kommt daher geschaffen und ein Pendler ist auch nicht eine anonyme Masse. Und ich möchte mich dagegen verwehren, dass wir so ein bisschen gegen die Pendler reden. Wir, unsere Wirtschaft lebt von diesen über 20'000 Pendlern. Das sind Leute, die 8, 9, 10 Stunden am Tag bei uns im Land verbringen, die mit uns zusammenarbeiten, unsere Kinder unterrichten, unser Essen kochen und unsere Forschung vorantreiben. Die Pendler sind wichtig für einen Wirtschaftsstandort, die sind wichtig für unser Land. Und darum bringt es immer etwas, wenn wir gesamthaft denken und regional denken, so wie der Erich gesehen hat. Wir brauchen ein regional eingebettetes Gesamtsystem und das haben wir eigentlich hier vorlegen und können jetzt ein Ja dazu bringen. Von eurer Seite wird der Nutzen für Pendler betont, dazu eine Replik von Erich. Ja, eine ganz kurze Entgegnung. Also wie gesagt, ich meine, mit dem Gesamtkonzept habe ich ja gemeint, dass man nicht einfach einseitig auf nur Ausbau, S-Bahn-Ausbau setzt, sondern wie gesagt, wir wollen eben auf der Straße schauen, dass wir eine vernünftige Lösung für uns alle haben. Wie gesagt, wir haben im Unterland grosse Probleme. In Eschen haben wir den ganzen Verkehr, der durch Eschen durchrollt. Wenn wir jetzt die Umfahrungsstrasse in Endlen bauen, dann ist vermutlich der Weg durch Eschen noch einmal attraktiver. Dort redet im Moment gerne jemand, dass man dort irgendwie eine Lösung im Blickwinkel hat. Oder? Und dann muss man halt einfach allgemein dazu sagen, Verkehrsprojekte heute durchzusetzen, das dauert Jahrzehnte. Jetzt sehen wir ja bereits ein Beispiel. Erstens einmal haben wir seit 50 Jahren kein wesentliches Verkehrsprojekt mehr realisieren können. Zweitens der Industriezubringer Tresa. Dort hat man jahrzehntelang jetzt darüber geredet. Und wenn ich daran denke, wie viel schwieriger die Lösung in Schaan ist, dann muss ich sagen, der geht auf Jahrzehnte raus, gar nicht. Und aber ich glaube, gerade darum setzt die Regierung auf das Mobilitätskonzept, wo die S-Bahn, ich sage jetzt mal, nur das Rückgrat ist, aber ein wichtiges Rückgrat. Aber parallel sieht man, schaut man auch, dass man Strassen optimiert. Daniel Risch. Ja, also ich finde, das ist recht widersprüchlich, Erich, was du siehst. Auf der einen Seite siehst du, ja Gott, nein, aber die Unterführung im Nendler will ich dann gleich nicht, weil es könnte attraktiver werden. In Schaan möchte ich aber eine Lösung, dort würde es dann offensichtlich nicht attraktiver werden. Wenn wir es attraktiver machen, dann fährt niemand damit. Eine Gesamtlösung hätten wir schon gerne, aber bitte nicht da. Ich finde, es ist noch schwierig jetzt zum Fassen, soll in Nendl eine Lösung gemacht werden oder soll keine gemacht werden. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie jetzt den Ausweg finden. Ich denke, du hast schon gesehen, in Nendl und in Schaanwal bzw. in Eschen, da gibt es keine Lösungsansätze. Ich erinnere gerne daran, als Entwicklungskonzept Unterland und Schaan, wo die Unterländer vorstehen und der Schaaner mit uns zusammen eine Lösung schafft. Ich erinnere gerne noch einmal an den Landtag, wo der Landtag selber so gerne den Beschluss gefasst hat, die Regierung möge doch Entlastungen für die Gemeinden suchen. Also da einen klaren Auftrag, einen klaren Willen. Und ich kann nicht verstehen, warum man heute hergeht und sieht, wir wollen schon, dass etwas passiert. Wir möchten zwar nichts realisieren, wir möchten aber schon, dass etwas passiert. Und weil wir nicht daran glauben, dass etwas passiert, möchten wir jetzt nichts tun. Für mich stimmt das irgendwie nicht zusammen. Also man muss zuerst den ersten Schritt machen, Daniel Öri. Wie du das gesehen hast, glaube ich, im Juni oder Mailandtag und dann kann man einen zweiten Schritt machen. Zwangsläufig, die S-Bahn Liechtenstein ist ein Element, ist ein erster Schritt. Genau gleich gibt es andere Projekte, wie den Industriezubringer Tresa, wo in Diskussion steht, und die Überführungsvarianten in Schaan, die zur Diskussion stehen. Es sind unterschiedliche Projekte. Man muss schon erkennen, die Pendler, die ins Land kommen, die sind nicht auf dem Transit. Die haben das Ziel nach Liechtenstein, die können hier arbeiten, es sind wertvolle Leute, die hier unsere Arbeitsplätze kommen. Es ist ganz wichtig, dass die erreichbar sind. Meine Frage ist, man redet jetzt immer vom Nutzen der S-Bahn für Pendler. Eine S-Bahn, eine gut taktete S-Bahn, sollte ja ein Nutzen sein für die Liechtensteiner. Das heißt, meine Idealvorstellung ist, wenn ich eine sehr gut ausgebaute S-Bahn habe, die gut taktet ist, dann steige ich schon ein und komme innerhalb kürzester Frist zum Beispiel auf St. Gallen die Schule an. Wir haben heute Studenten, die in Zürich in die Schule gehen. Wir haben über 2000 Leute, die zum Arbeiten das Land verloren. Wir haben Situationen, also ist er ganz gebucht, dass ich in St. Gallen oder auf Torrebier oder auf Bregenz muss, dann ist mit einer S-Bahn eine ideale Verknüpfung dorthin gegeben, weil sie interregional dort zusammengeschlossen ist. Darum hat sie auch Nutzen für einen Liechtensteiner. Oder Therese Berger kann, wenn er hier noch hin muss, mit einem Eilbus in Sevelen einen Bahnhof fahren und dort zu einer S-Bahn zusteigen.
Daniel Risch, ich glaube, das wäre das Ziel von einer guten Aktuellen S-Bahn. Genau, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen schnell auf die Pendler-Thematik gekommen, weil das auch angezogen worden ist. Ja. Aber selbstverständlich, was ich hier geht raus. Und man kann mit dieser gut vertakteten Lösung, ich lade die drei, zum sich den Fahrplan einmal anschauen, natürlich auch sehr gut von uns nach Feldkirch, nach Bux, nach Sargans, nach Chur oder auch weiter. Und was ein Punkt, den wir noch gerne besprochen haben, der mit der S-Bahn so eigentlich nichts zu tun hat, ist natürlich auch der Railjet halt in Nendler, wo man dann direkt nach Zürich kann, direkt nach St. Anton, nach Innsbruck oder wo immer, was einfach quasi wie noch oben dazukommt, weil in Nendler der Railjet heute schon halten muss und weil man das quasi mit nutzen könnte. Und von dem her ist es eben ein Gesamtsystem, wo in beide Richtungen funktioniert und wo am Schluss allen etwas bringt, sogar den Autofahrer. Nochmal zurück zu Schaar. Schaar ist unbestritten einfach ein Wunderpunkt, sage ich. Im Landtag ist es, glaube ich, gesehen worden, von einem Killer-Kriterium könnte sein für die S-Bahn, weil man dort einfach eine Lösung sieht. Jetzt, Daniel, ich glaube, man ist schon 12 Jahre dran an der S-Bahn. Warum hat man es nicht als ein Jahr bis zum nächsten Juni noch zuwarten können, bis man den Leuten sagen kann, schauen, Schaar, machen wir die oder die Lösung? Ja, gang darauf ein kurz. Es ist ja so, der Daniel hat schon ausgeführt aus dem Gemeinderat in Eschen, wo vor 10 Jahren schon die Lösung diskutiert worden ist. Eine entsprechende Diskussion oder eine entsprechende Variantenentscheid von Schaan hat es vor 10 Jahren nicht gegeben, weil man vor 10 Jahren nicht darüber diskutiert hat, ob man soll quasi die niveaufreie machen oder nicht. So jedenfalls meine Information. Ich bin da nicht dabei gewesen. In dem S-Bahn-Projekt mit Österreich hat man immer über den Doppelspurausbau zwischen Thesis und Nendler geredet und über die Lösungen auf dem Perimeter. Das ist der Projektperimeter und über das können wir jetzt auch abstimmen. Dass es für Schaan Lösungen braucht, ist selbstverständlich klar und seit wir es jetzt in dem Konzept drin geschrieben haben, seht ihr jeder, jawohl, für Schaan bitte die Lösungen bringen und darum würden wir die jetzt hier vorantreiben. Ich glaube, da kann man uns vertrauen, der Landtag hat es klarer, kann das gerne nicht beauftragen als mit 25 Stimmen. Aber warum es in der Vergangenheit nicht diskutiert worden ist, das müsste man meine Vorgänger fragen. Die ich gefragt habe, die sagen, es ist nicht so ein grosses Thema gewesen. Und jetzt ist es das und jetzt lösen wir es. Umgekehrt, Daniel Löhrig, kann man sagen, auch wenn es eine eigene S-Bahn muss es schon eine Lösung geben. Es wird eine Verkehrssteigerung geben, und ich betrifft Schaan auch, und dann braucht es so bei einer Neitzer S-Bahn eine Lösung für Schaan, eine Weiterentwicklung für Schaan. Und genau ist der Landtag beschlossen, unabhängig vom S-Bahn-Projekt, ist Schaan zu optimieren. Vielleicht einfach müssen wir mal allgemein in die Runde zu bedenken geben, wenn wir die Vorlaufzeiten in der Verkehrspolitik anschauen. Und wir wissen von der Wachstumsprognose, wir gehen davon aus, die gängige Prognose, dass wir in 20 Jahren plus minus bis zu 60% mehr Personen im Land haben, bis zu 60% mehr Leute, die auf Mobilität angewiesen sind. Herr Delko, wie will man die denn noch auf der Straße? Oder ja, was wäre denn eure Lösung dort? Also es gibt ja verschiedene Verkehrsmittel. Es ist also die Straße macht den öffentlichen Verkehr und sehr einen guten öffentlichen Verkehr. Wir sind angebunden. Die Busse fahren über 100 Mal in die Grenzgebiet, der ganz Bux Felker. Also wir sind jetzt schon sehr gut angeschlossen. Aber sie stehen letztendlich nur im Stau. Ja, weil man die Straße nicht macht. Aber das wird mit der S-Bahn nicht besser. Das bleibt genau gleich. Und die S-Bahn braucht den Linienbus. Aber der Linienbus braucht nicht die S-Bahn. Und die Straße ist auch für Radfahrer, ist für verschiedene Verkehrsteilnehmer. Und dieser Bahn ist ein starkes Gebilde, wo da durchgeht. Das kann man nicht ändern. Man kann die Linie nachher nicht ändern. Wo was auf der Linienbus fährt, dort, wo die Straße ist, kann er fahren. Also die Infrastrukturkosten sind dort relativ oder ja, sehr klein. Dann sind wir für die Frage, die euer Parteipräsident aufgeworfen hat am Samstag im Leserbrief. Schafft die S-Bahn mehr Platz auf der Straße, Erich Hasler? Ja. Ist also nach meiner Ansicht wird das nicht eine spürbare Entlastung von der Straße bringen, wenn wir berücksichtigen, wie viel Grenzübertritt wir heute täglich haben. Das sind ca. 125'000 und die S-Bahn die schafft gerade mal ein paar hundert Grenzübertritt weg. Das ist etwas in der Grössenordnung wie der Fahrradverkehr, Langsamverkehr. Also von dort her gesehen kann man beim besten Willen nicht davon ausgehen, dass es zu einer nur spürbare Entlastung von der Straße kommt. Und dann haben wir ja prognostiziert, ja überall irgendeine gewaltige Zunahme von unseren Arbeitsplätzen, wobei ich davor warne, einfach irgendwelche Extrapolationen zu machen, weil wir haben jetzt gerade mal
die schwerste Wirtschaftskrise, die wir durchmachen. Und was dort dann nachkommt, wissen wir im Moment effektiv auch noch nicht. Der Daniel Risch, Sie bringen zu wenig. Ja, sie bringt zu wenig. Du hast gefragt, gibt es eine Entlastung für die Straße? Und ich glaube, wenn wir ein bisschen daran glauben, dass wir weiter wachsen, eure Bevölkerung und auch in den Arbeitsplätzen, und ich glaube daran, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch weiter wachsen würden, und ich glaube, das glauben wir auch daran, dann brauchen wir Kapazität. Und wir brauchen Kapazität auf den verschiedenen Verkehrsträgern und nicht nur auf einem. Und wenn du die Aussage vorher siehst, ja, der Bus braucht zwar der S-Bahn, aber die S-Bahn nicht der Bus, ist es einfach wichtig zu sagen, wo drauf fährt das. Und der A fährt auf der Straße und dort brauchen wir Platz. Wir brauchen Platz für Busspuren, ist ganz klar. Aber wir haben schon Platz auf der Schiene, es ist eine eigene Straße. Und wer Verkehrssysteme anschaut, wer Verkehrssystem plant, und dort habe ich auch viel lernen in den letzten Jahren, der weiß, es gibt quasi die Grobverteiler, die eher weitflächig und international vernetzt sind, und dann gibt es die Mittel- und Feinverteiler, und darum braucht es eben die verschiedenen Verkehrssysteme, und die verschiedenen Verkehrssysteme eben zusammen, bis dahin zum Fußverkehr, zum Veloverkehr, zum Autoverkehr, es braucht eben alles. S-Bahn, ja, das ist der Daniel Öhrig. Da wird gesehen vom Gegenkomitee, da geht es um die Verbindung von zwei Dorfteilen. Also die aktuelle S-Bahn, die jetzt abgestimmt wird, kann man nicht als S-Bahn Liechtenstein bezeichnen. Was ist dort angedenkt? Die S-Bahn Liechtenstein hat ein Potenzial, weil sie natürlich mit viel mehr Fahrten nachher natürlich vertaktet ist wie im Vorarlberg. Man kann heute innerhalb von 24 Minuten aus dem Wallgau rauskommen. Man hat aber ein Gesamtverkehrsnetz. Aber man muss auch sehen, wir haben immer von der Pendlerthematik geredet. Es hat auch einen Nutzen natürlich fürs Land, weil ich sage jetzt mal, mit dem Verkehrswachstum, das wir haben würden, sind wir zwangsläufig darauf angewiesen, dass wir einen Mix herbringen. Die S-Bahn alleine würde es nicht lösen, da gebe ich allen recht. Das habe ich angesprochen, aber S-Bahn Liechtenstein ist, glaube ich, für den Liechtensteiner dann ein S-Bahn Liechtenstein, wenn es irgendwie zu Dotz weitergeht, Richtung Balzers und dann Trepach. Dort gibt es, glaube ich, schon erste Studien. Es gibt Studien mit einer Oberlandbahn vom VCL. Man muss aber auch, und das ist eben so, wie ich sage, wenn wir regional, wenn wir mal unsere kleinräumliche Thematik mal verlassen und mal aufzoomen, dann würden wir feststellen, dass wir rechts vom Rhein eine Autobahn haben und eine S-Bahn-Linie. Es wird keine auf die Idee kommen, wir brauchen links jetzt auch noch eine Autobahn, weil sie auf Liechtensteiner Seite sein muss. Als erster Schritt kann man mit der S-Bahn Liechtenstein im Unterland über Schaan nach Buchs einen ersten Schritt machen. Eine VCL-Studie, die Oberlandbahn, ist eine Vision. Aber die würden wir nicht in den nächsten 10 Jahren verwirklichen. Darum braucht es eine als Zukunftsmodell, als Zukunftsvision, eine oder andere Verkehrsträger. Aber wenn wir den ersten Schritt nicht machen, würden wir nie einen zweiten und einen dritten machen. Daniel Risch, dazu noch. S-Bahn Oberland. Also eben, ich möchte einfach das nochmal bekräftigen. Es gibt die Ausbaupläne in Balzers, also in Trübach, oder dass der Bahnhof Fährhütte kommt. Ja. Oder? Wir haben gute Verbindungen dann in Zukunft in Seefeld, in Buchs, in Saletz. Wir täten uns wünschen, dass es in Haag dann auch mal noch eine Haltestelle gibt. Also wir hätten dort natürlich schon mal eine Möglichkeit. Und ich sage auch, die S-Bahn also, oder die Oberlandbahn ist natürlich ein Zukunftsprojekt, wo nach der S-Bahn könnte kommen. Und vielleicht, wenn wir noch zu den Fahrzeiten gehen, ist es also so, wenn man heute im Busfahrplan schaut, von Balzers auf Feldkirch, etwa eine Stunde um 10, Stunde um 5 Minuten. Und in Zukunft, wenn man schaut, könnte man mit einmal umsteigen in Buchs dann, oder mit zweimal umsteigen, auch wenn man mit von Balzers beim Bus durchgeht, in rund 40 Minuten, also fast eine halbe Stunde schneller in Feldkirch sein, wenn man dann dorthin gehen will. Und das muss man einfach auch berücksichtigen. Wir machen das ganze System auf dem Grobverteiler schneller und besser durch die gute Vertaktung. Die Frage war, schafft die S-Bahn mehr Platz auf der Straße? Das Gegenkomitee sieht viel zu wenig. Und ich glaube, dann sind wir einfach hier bei Kosten nutzen. Also dann müssen wir jetzt so anfangen, mal über Kosten reden. Ich möchte einfach noch einmal die Frage wiederholen, die ich schon mal gestellt habe. Also wenn sie zu wenig schafft, wieso steht denn in eurem Heftchen drin, noch ist es nicht gut genug? Oder? Weil dann ist sie nie gut. Und das haben wir auch schon diskutiert an den Veranstaltungen, die wir dabei waren. Ich meine, die Frage ist, wenn noch ist irgendein schwieriges Argument, weil in 10 Jahren werden wir sie vermutlich nicht dann realisieren. Ja, und nochmal, der Planungshorizont im Verkehr, wissen wir, ist sehr hoch. Also, Erich?
Ja, also wie gesagt, ich meine, es ist so, der Landtag hat der Regierung einige Aufträge erteilt im Mobilitätskonzept 2030. Aber man muss natürlich auch klar sagen, das ist eine Wunschliste. Das ist zum Teil Sachen drin, die effektiv utopisch sind. Und ich muss einfach nochmal darauf hinweisen. Was konkret ist utopisch? Ja, eben, wie gesagt, dass man halt eben sieht, dass wir eine Lösung parat haben in einem Jahr für Schaan. Oder Schaan ist ja gerade, wenn man in Detail geht, dann hat... Also für mich ist das, Entschuldigung, keine Utopie, das ist ein Versprechen von Schaan und von Regierung, ja. Daniel Risch. Also ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir nächsten Sommer zum Landtag kommen und sagen, wir haben nichts gefunden. Also wir haben nämlich auf Seite 92 schon beschrieben, welche Varianten dass wir prüfen. Wir würden die im Detail prüfen. Wir würden, bevor wir zum Landtag kommen, selbstverständlich auch mit der Gemeinde Schaan und ich nehme mal an, auch mit der Bevölkerung die Lösungen anschauen. Und da von einer Utopie zu reden, dass nächstes Jahr eine Variantenprüfung abgeschlossen ist, ja, dann nimmt sich der Landtag... Ich meine, ich habe auch zugestimmt bei den 25. Dann nimmt sich der Landtag nicht ernst, wenn er einen Auftrag gibt, wo er denkt, dass er nicht realisiert wird. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Und wie gesagt, die Erfahrung in allen anderen Ländern, oder sagen, schauen wir nur auf Vorarlberg mit der S18, da wird 50 Jahre schon darüber geredet. Industriezubringer, Dresden, 30 Jahre, wo man darüber ist, immer steht, immer noch nicht. Oder? Also wie gesagt, gerade wenn die S-Bahn einmal gebaut ist, da wird, wie gesagt, es würden Kreise da sein, wo eine Verlängerung zum Beispiel von dem Industriezubringer in Richtung Zollstrasse mit allen Mitteln zu verhindern versuchen. Das wäre aber eine Variante, die klar auf dem Tisch ist, von den drei, die gesehen worden ist, das ist eine Möglichkeit. André. Genau. Ich möchte einfach zum Thema realistisch bleiben. Wenn man Entscheid kann fällen, man kann am 30. August einen Entscheid fällen. Ich glaube, man kann klar sagen, dass man sieht, wenn jetzt dass das umgesetzt wird, die S-Bahn und die anderen Projekte. Der Landtag hat klare Entscheid gefällt und noch klares Signal gegeben. Und dann sollte man sich nicht darüber innervieren oder aufregen oder fragen, warum ist denn nichts passiert oder was wäre denn noch schön oder das wäre eine Wunschliste, sondern man sollte sich am Realen messen lassen. Und das Real ist das Projekt, das da vorliegt, wo ich auch von euch quasi lese, irgendwann wäre das Projekt dann schon gut, dann sollten wir es nicht auf irgendwem verschieben, dann sollten wir jetzt sagen, ja, das machen wir und die anderen Sachen machen wir bitte auch. Daniel Löri. Vielleicht noch als Ergänzung, der Landtag hat doch klar beschlossen, dass es eine Kontrolle gibt. Der Landtag hat in diesen Massnahmen gewünscht, dass wir alle zwei Jahre einen Bericht haben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach in die Hand vom Ministerium gehen und warten, bis die S-Bahn vom Himmel geht und die anderen Massnahmen. An sich ist das ein Prozess, den wir die nächsten Jahre gehen müssen. Wenn wir jetzt aber warten, bis wir irgendwann eine bessere Lösung haben, dann würden wir die Anlösung nie umsetzen. Darum müssen wir einen ersten Schritt machen. Man hat alle Jahre einen Verkehrsdienst, Bericht, wo ja die neue oder die Sachen, die man machen möchte, angekriegt wird. Aber, und jetzt kommt halt der dazu. Aber ob das wirklich ändert, das ist ja nächstes Jahr wieder ein anderer. Gut, ich glaube, es bringt jetzt nichts in die Diskussion. Wir machen Politik an den Versprechen messen. Oder da. Im nächsten Juni sind wir schlauer. Das würden wir da heute nicht klären können. Mhm. Jetzt Kosten Nutzen angesprochen. Reden wir noch kurz über Kosten. Die Regierung sieht, das ist ein guter Deal. Daniel Risch, warum ist es ein guter Deal? 71 Millionen Franken. Ja, vielleicht möchte ich noch schnell bei den Daten noch einmal schnell einhaken. Man muss die Politik an den Daten messen. Man hat mir vor zwei Jahren gesehen, wir würden nie einen Finanzbeschluss in dieser Legislatur mit Österreich verhandeln können und vorlegen. Wir haben gesehen, wir machen es und wir bringen ihn noch. Wir haben gesehen, wir bringen ihn im ersten Halbjahr. Jetzt liegt er da, jetzt kann man ihn entscheiden. Und ich glaube, mit der gleichen Energie, mit dem gleichen Nachdruck, wollen wir die anderen Projekte auch verfolgen. Und der Landtag hat uns die Rockendeckung gegeben. Zu den 71 Millionen, ist das ein guter Deal oder ist das kein guter Deal? Aus meiner Sicht ist es ein sehr fairer Deal. Wir haben sehr transparent im Bericht und Antrag ausgeführt, welche Teil, welche Seite tragen soll. Es ist ja so, wir haben von Anfang an gesehen, wir zahlen noch mit für Sachen, die auf Hochheitsgebiet vom Liechtenstein passieren sollen. Das sind die 122 Millionen von den 197, die insgesamt sind. Und dort haben wir den Fokus natürlich auf dem Nahverkehr gehabt. Und auf der Straße ein Infrastrukturprojekt, Haltestellen. Das sind die Themen, die wir dort hatten. Dann gibt es natürlich immer Bauteile, die auch für den Fernverkehr sind. Und so hat man dann eben die Verhandlungen so geführt. Ich denke, es ist ein sehr ein guter Deal. So billig oder so günstig kommt Liechtenstein nie mehr zu einer S-Bahn. Seht das Ministerium, Herbert Dillkoch, Erich Hasler, von eurer Seite oder vom Parteipräsident. Ja, bitte. Also es ist so, dass Liechtenstein zahlt sein Teil und Österreich zahlt
ihren Teil, ja. das hat nicht mehr Prozent zu tun, das sind einzelne Positionen. Mhm. Und die Möglichkeit ist immer wieder... Ist für euch kein guter Deal? Nein, weil zuerst muss, jetzt ist es so, für die Schweiz zum Beispiel sind 12.500 Grenzgänger. Und ein grosser Anteil wohnt im Werderberg und fahren dann für die Schweiz zu uns durch 173 Leute. Ja. Also ob das, aber jetzt, ob das jetzt reden, die 170 Millionen gerechtfertigt, ja. Das muss man sich schon überlegen. Aber wenn wir in 5 oder 10 Jahren schlauer sind und sagen, jetzt haben wir gleich eine S-Bahn, dann das kann man immer noch eine machen. Aber nicht mehr zu dem Preis, weil dann muss man sie selber stimmen. Man muss jetzt so selber zahlen, weil wir zahlen ja die ganzen Bahnhof, also die ganzen Haltestellen selber. Man muss auch der Teil, der untere Teil, wo doppelgleisig ist, auch zum grossen Teil zahlen. Die ÖBB zahlt das für den Fernverkehr, aber nicht unsere S-Bahn. Aber wenn denn das mal gemacht ist, dann geht das dann ins Eigentum für ÖBB. Daniel Löri, in 5 oder 10 Jahren kann man problemlos selber eine S-Bahn machen, wenn wir dann den Bedarf wirklich sehen. Absolut falsch. Man kann sie schon machen. Wir würden sie aber selber zahlen. Und wenn man im Bericht einen Antrag hinschaut und hinter die Detailtabellen anschaut, dann sieht man, wie es aufgesplittet ist. Ja, das sieht man. Wir zahlen unseren Teil und Österreich zahlt seinen Teil. Nein. Was zahlt die Österreicher die Haltestelle? Also es ist nicht korrekt, weil man die S-Bahn ja nicht nur einfach von der Grenze bis zur Grenze betrachten kann. Wir binden uns da, wie es der Erich vorher gefordert hat, in ein internationales System, in ein regionales System. Wir haben gesehen, wir zahlen noch an dem Teil, was im Liechtenstein passiert. Dass in Österreich der China unnatürlich erneuert wird, dass es so genau wie Bahnhöfe gibt in Toster, über das reden wir ja gerne nicht, aber es gehört auch zum S-Bahn-Angebot. Oder? Und das darf man nicht vergessen. Und auf unserer Seite zahlen wir natürlich an die Haltestelle der maßgebliche Teil, weil wir ja der Nahverkehr dort davon profitiert, der Fernverkehr profitiert noch in Nendlen und dort zahlt Österreich maßgeblich ja auch mit. Und ich finde, es ist ein wichtiger Punkt, dass man es so einfach anerkennt, dass von den 197 Millionen, wo die ganze S-Bahn, wo die ganze Schieneninfrastruktur kostet, natürlich ein kleinerer Teil bei uns ist. Und was ich eigentlich da auch noch möchte, die Diskussion einbringen, weil es hat immer geheißen, ist jetzt das gut oder ist jetzt das nicht gut. Wir binden uns in ein regionales System ein. In ein regionales System, wo die Schweiz massiv investiert im Rheintal, über 200 Millionen, Österreich massiv investiert. Eigentlich wären da rund 500 Millionen, 500 Millionen rund in dieser Region ins Bahnsystem investiert. Wir können mit 66 Millionen mit dabei sein, mit partizipieren und unseren Teil auch beitragen. Wenn wir es im Strassenverkehr machen, dort investieren die Schweizer auch einen Haufen in die Autobahnen, wo wir nichts zahlen. Und ich glaube, man muss es ein bisschen grösser sehen, was ist unser Beitrag und was ist unser Nutzen. Und dass wir in der Region natürlich profitieren, wenn alle anderen ihre Mobilitätsangebote ausbauen und wir uns können anbinden. Ich glaube, dort kann niemand irgendwie sagen, es sei nicht wahr. Aber man könnte sagen, man könnte es billiger haben. Zum Beispiel schlägt der Parteipräsident von der DPLV, Doppelspurausbau braucht es nicht so lange, Daniel Löri. Oder vergoldete Bahnhöfe. Ich weiß nicht, wo das Gefühl herkommt, vergoldete Bahnhöfe. Also ich bin regelmäßig im Vorarlberg und der Schweizer Bahnhof auf Weg und sehe auch kleine Bahnhöfe. Und die Planung gibt keine vergoldete Bahnhöfe. Es ist Stand der Technik, die man baut bei dieser Infrastruktur. Erich Hasler, wird die ÖBB zu Liechtenstein die luxuriöseren Bahnhöfe machen als im Augenland? Ja, gut. Also ich denke mir, dass wir relativ sicher luxuriöse Bahnhöfe haben, oder? Wenn man bedenkt, dass es ist eigentlich eine bessere Haltestelle in Endlern und man nennt es jetzt Bahnhof, aber kostet tut es 10 Millionen. Also da kann jeder denken, was er will, oder? Aber auf jeden Fall... Ja, aber ich glaube, die Planung hat gemacht die ÖBB und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ÖBB jetzt Liechtenstein die besseren Bahnhöfe plant als im eigenen Land. Also ich kann vielleicht dazu ausführen, dass ja im früheren Projekt sind sicher noch ein bisschen größere Bahnhöfe gesehen. Man hat das noch einmal überprüft. Wir haben ja auch Kosten noch einmal überprüfen. Wir sind jetzt auf dem normalen Ausbaustandard, wie es in Österreich bei diesen Kleinhaltestellen eben passiert. Aber ein Bahnhof ist ja nicht gerade nur eine Kante, sondern es gibt halt auch Fahrradabstellmöglichkeiten. Es gibt
gibt Unterführungen, es hat Liftanlagen dort drin, Behindertengerechtigkeit ist wichtig. Also es soll natürlich funktional sein, aber das gibt keine Luxuslösungen. Was aber jetzt auch schon mehr gehört haben, ist, dass Ischia noch gerne ein paar Adaptionen hat, dass allenfalls so in Scharnwald noch die eine oder andere Adaption soll passieren. Und dort sind wir selbstverständlich offen, wenn wir es besser haben, ist es gut. Aber Österreich mit Ihnen, mit der ÖBB ausgehandelt, sind ganz normale Haltestellen, wie sie im Vorarlberg natürlich auch daherkommt. Und Doppelspur kürzer halten, Daniel Löri? Das kann das nicht beurteilen. Es bringt nichts, weil an sich muss man davon ausgehen, es ist halt ein physikalisches Thema. Züge können nicht durcheinander durchfahren. Zwischen Buchs und Felker ist Nendler in der Mitte. Wenn ich mehr Frequenz drauf bringen will, brauche ich dort eine Doppelspur. Und sonst würde es nicht funktionieren, dass wir die Anzahl Züge, die wir für die S-Bahn brauchen, aufbringen können. Das ist ganz eine einfache Erklärung. Also man hat das natürlich auch geprüft und noch einmal gibt es noch andere Ausbaumöglichkeiten, um der Personennahverkehr so vertaktet anzubieten, wie wir es etwa gerne täten. Eine Möglichkeit sehen wir nicht. Wir haben in Diskussionen, der Herbert und ich auch schon darüber geredet, dass man ja allenfalls könnte, oder auch im Landtag ist das ein Thema gesehen, es nur so ausbauen, dass es nur für den Fernverkehr jetzt gut wäre im Moment. Und aus meiner Sicht, man muss mehr ein Interesse haben, gerade den Personennahverkehr natürlich zu priorisieren, dort mehr zu haben, damit wir den Fernverkehr auch ein bisschen zurückheben können. Da kommt natürlich die Wand von eurer Seite, dass ihr sagt, die ÖBB will damit noch gut Cargo und Fernverkehr eigentlich ausbauen. Also der Doppelspurausbau unterhalb von Nendler, es gibt ja nur von Nendler abwärts eine Doppelspur und das ist zum Ausstellen, das ist natürlich auch sehr wichtig für den Fernverkehr. Und darum dort auch die ÖBB in die Doppelspur investieren. Es wird in Scharnwald unten auch eine Kurve begradigt, damit der schwere Güterzug besser umkommt. Und die Strecke für Feldkirch Zürich, also für da nachher, ist günstiger, weil die geht alles eben. Im Gegensatz zu St. Gallen muss sie die Züge aufzuziehen, was vielleicht Schublock braucht. Ja. Also die Strecke ist schon attraktiv für Fernverkehr. Also ihr befürchtet, dass der mehr Güterverkehr über die Doppelspur geht, Richtung Bux, dann ist im B&A steht drin, dass der Güterverkehr jetzt schon nicht ausgelastet ist und dass man dort auch nicht sieht, wie er Bedarf eines sein soll. Also der Bedarf vom Güterverkehr steigt insbesondere dann, wenn eben die Nachfrage steigt. Und wir sehen heute, dass wir deutlich genug Trassen, also das heißt Kapazitäten hätten, die nicht genutzt werden. Wir sehen auch seit 10 Jahren keinen Anstieg an der Anzahl Güterzüge. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass man sieht, man muss nicht davon ausgehen, dass durch den Doppelspurausbau die Güterzüge mehr würden. Wenn so eine Nachfrage steigt, kann es natürlich sein. Und was mir ganz wichtig ist zu betonen, weil es auch immer wieder so ein bisschen suggeriert wird, sind zwei Themen. Das eine ist, der Doppelspurausbau beschränkt sich auf einen Teil von der Strecke, also in Scharn und weiter in Österreich bleibt es bei einer Spur. Also so viel erhöhen wir Kapazität nicht. Wir machen es aber so, dass es intelligenter genutzt werden kann. Und das Zweite ist, in der Konzession steht ganz klar drin, der Personennahverkehr hat Priorität vor dem Fern- und vor dem Güterverkehr. Und darum, wenn wir das für uns nutzen, was ich hoffe, dass wir es tun, mit Liesliger Personennahverkehrszug, ist es auch für uns einfach ein deutlicher Vorteil. Wir sind jetzt da zeitmäßig wieder Railjet unterwegs. Die Zeit galoppiert uns fast davon. Kommen wir langsam in die Schlussrunde, schauen wir, was passiert am 30. August, beim einem Ja oder beim einem Nein. Daniel Riesch, Regierungsstellvertreter, Infrastrukturminister. Du hast nach der Informationsveranstaltung gesehen, du spielst eine Aufbruchstimmung. Der Erbprinz sieht auch eigentlich, er befürchtet, dass wenn es ein Nein gibt, dann gibt es die absolute Blockade. Da gehen wir zuerst vom positiveren Ausgang aus, wenn es ein Ja gibt. Könnte das dazu führen, dass die jahrzehntelange Blockade, der jahrzehntelange Blockademodus dann quasi aufgeweicht wird, dass nur noch die Grünen, ich meine, das ist nicht despektierlich, sagen, okay, mir kommt das bei über, dann
sind wir auch bei den Strassenbereitern, um über den Garten anzuschauen. Ich bin überzeugt davon, dass das, darum habe ich so einleitend gesehen, kann der Startschuss sein, soll der Startschuss sein, um auch die anderen Projekte umzusetzen. In ihrer Arbeit sind sie schon in verschiedenen Stadien. Und ich denke, man kann dann auch sagen, die S-Bahn hat man gemacht und die anderen Projekte sollen quasi dem Beispiel folgen. Ich teile da die Meinung auch vom Erbprinz, dass es unter Umständen bei einem Nein kann zu einer Blockade kommen, dass man dann sieht, die S-Bahn ist schon nicht gekommen. Ich stelle mir beispielsweise die Frage, dann haben wir eine Lösung für Schaan. Hätten wir denn? Und dann muss das Volk entscheiden. Aber die S-Bahn haben wir nicht realisiert. Ich bin nicht sicher, ob es dem funktioniert. Ich bin auch nicht sicher, wenn das Oberland quasi gegen die S-Bahn votiert, ob dann der Industrie zu erbringen, von dort zu Dresden, von den Unterländern befürwortet wird. Und darum bin ich felsenfester Überzeugung, dass man muss sagen, ja, das schon. Und die anderen Sachen noch. Und nicht nein, aber die anderen Sachen. Die gleiche Frage als Gegenkomitee. Sie haben ihre Chance, dass der Blockademodus, den wir jetzt jahrzehntelang hatten, bei einem Jahr zur S-Bahn, dann aufgeweicht wird, dass dann wirklich eine Aufbruchstimmung da ist, dass man sieht, okay, wir wollen jetzt etwas tun. Also ich denke mir ja, weil dann ist ja das einmal im Moment, ist das auf der Seite und dann hat man für andere Möglichkeiten Platz. Das heißt, grosses Strassenprojekt, wie, ich sage jetzt mal, eine Tunnellösung zu schaffen, vom Hiltikreisli-Zentrum, mit den besseren Chancen wie einem Jahr zur S-Bahn. Also punktuell muss man zuerst einmal lösen, weil Umfahrungsstraßen oder grosse Projekte, für das sind wir zu spät. Man muss punktuell das lösen, das dort muss dort, muss es einfach mehr Platz überkommen. In Schaan, man hat die Barriere, sollten schon lange weg, anderswo hat man die Barriere abgeschafft. Aber dann bestätigst du eigentlich das, was der Erbin sieht und jetzt, oder dann Analyse gesehen hat, ein Ja zur S-Bahn könnte wirklich dazu führen, dass die jahrzehntelang Blockadepolitik aufgehen wird. Dass man dann wirklich sieht vom Stimmvolk, wenn man was ehrlich ist, Schaden in die Industrie zu bringen, hat man nicht durchgebracht, weil man mit einer Schranke gekommen ist, weil man nicht den Mut gehabt hat, eine Unterführung zu machen, weil man gewusst hat, dann wäre es sowieso im Bauschenbogen verworfen worden. Ja, aber die Stellung ändert sich auch mit der Zeit. Man kann nicht immer irgendein Projekt hernehmen, wo man mal war und sagen, ja, neu ist es gleich, weil es ändert sich ja laufend. Aber eben, jetzt sind wir im Jahr zur S-Bahn, nochmal. Dann haben diese Projekte mehr Chancen. Ich gehe davon aus, schon. Ja. Also ich sehe das also ganz gegenteilig. Nach meiner Ansicht, wenn das S-Bahn-Projekt angenommen würde, dann, wie gesagt, dann würden also die anderen Verkehrsprojekte würden dann umso mehr Mühe haben. Wie gesagt, ich kann einfach noch mal daran erinnern, Verkehrsprojekte gerade in diesem Rahmen und in der heutigen Zeit sind extrem auf der Straße, die sind extrem schwierig durchzusetzen. Wir haben, wie gesagt, selber Erfahrungen im Land. 50 Jahre war eigentlich Stillstand gewesen. Industrie zu bringen, 30 Jahrzehnte lang. Schaan ist eine sehr teure Lösung. Dort hätte man müssen mit der Regelung jetzt mit S-Bahn eine Lösung finden, weil im Gesetz drin steht ja Artikel 43, dass gerade bei Überführungen oder wenn man niveaugleiche Übergänge entfernt, dann muss grundsätzlich oder Betreiber die Hälfte an den Kosten tragen grundsätzlich. Und das, die Chance da, die wird einfach verspielt. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, dass man jetzt so ein halbfertiges Projekt zur Abstimmung bringt, ohne dass Gott, man die Aber diesbezüglich sind ihr zwei euch da nicht einig. Jetzt die Frage von Daniel Öri. Doch, wir sind uns schon einig. Also du hast gesehen, bei einem Jahr zur S-Bahn steigen die Chancen, dass man Strassenprojekt, die grossen, eher dann durchbringt? Nein, eben nicht. Eben nicht? Ja, beim Rajon wird das eher verhindert. Also wenn wir das Bahn nicht bauen, ist dort ein freier Raum. Daniel Öri. Ich weiß nicht, aufgrund von welcher Basis man das Gefühl ableiten kann. Ein Ja für S-Bahn heißt für mich, ich bin ein Partner zum Land Vorarlberg und zum Kanton St. Gallen und vernetzt dort regional die S-Bahn-Infrastruktur und es heisst für mich auch einen Schritt für weitere Massnahmen. Und dann können wir auch über Strassen, dann können wir auch über Radwege und über andere Themen diskutieren. Und das kann man aus meiner Sicht und muss man nicht koppeln. Keine Ahnung, wie man auf das Gefühl kommt. Die Bevölkerung hat mehrheitlich gesehen, sie wünschen sich mehr öffentlichen Verkehr. Kann man nicht vorstellen, wie man dort dagegen ziehen kann. Also ich möchte einfach dazu sagen, gerade bei dieser Umfrage, wobei die Fragen für mich jetzt persönlich nicht unbedingt sehr detailliert und professionell gewesen sind, aber dort hat eben auch noch mehr ein grösserer Anteil von der Bevölkerung hat sich dafür ausgesprochen, dass man Strassenprojekte realisiert. Das sind nämlich 55% gewesen und nicht nur 54% beim Ausbau Bahn. Jetzt muss da dazu eine Replik von Daniel Riesch.
Ja, vielen Dank, Erich, dass du mich darauf hinweist, dass es 55 und 54% sind. Das zeigt ja eben, dass der Mix wichtig ist, dass der Prozentunterschied, ich glaube, wegen dem sollten wir nicht quasi verschiedene Verkehrsträger gegeneinander aussprechen. Aber vielleicht zu der Frage, die du gestellt hast, noch schnell, Martin. Oder? Ich höre den Landtag über mehr als 9 Stunden sagen, machen das alles, die S-Bahn ist ein Teil davon. Ich höre den Erdprinz, der sagt, die S-Bahn ist wichtig als Start, quasi, damit wir die Sachen umsetzen können. Ich höre einen Bürgermeister, 2 Vorsteherinnen und 9 Vorsteher sagen, 8 Vorsteher, Entschuldigung, sagen, wir wollen das umgesetzt haben, wir sind für die S-Bahn, wir sind aber auch für alle weiteren Projekte. Ich höre nach diesen Veranstaltungen einen Haufen Leute, die sagen, die S-Bahn ist gut, aber wir müssen die anderen Sachen umsetzen. Und ich höre auch mich sagen, wir brauchen den Mix und wir brauchen das umsetzen. Und dann kann ich nicht verstehen, dass man sieht, da bin ich jetzt dagegen, aber die andere Sache hätte ich dann schon gern. Wir müssen grösser denken, wir müssen nach vorne schauen und wir müssen jetzt Ja sagen, damit etwas geht in dem Land. Da werden wir jetzt schon wieder Abstimmungsaufrufe. Wir sind zeitlich auch schon fast durch bei dieser Stunde. Ja, es gibt von eurer Seite etwas zu sagen, weil sonst hätten wir direkt, wir haben noch Medienvertreter da drinnen, wenn es sich noch eine Frage aufdrängt von Seite der Medien, dann gerne. Ja, bitte Daniela Fritz vom Volksblatt. Es ist immer wieder die Rede von 120.000 Grenzübertritten pro Tag. Gleichzeitig vergleicht man das mit Personen im Zug, also 173 Personen, die da nach Buchs fahren. Ist das nicht ein bisschen am Vergleichen von Äpfeln und Birnen? Also ob die Zahler, man hätte zahlen können. Ja. Und warum man sie miteinander vergleicht? Weil das eine sind Personen, ja, das andere Grenzen. Das gibt das Verhältnis, wie die Straße genutzt wird und wie die S-Bahn genutzt wird. Und das Verhältnis ist weit auseinander. Und man da genau dort investieren, in das Verkehrsmittel, wo weniger investiert wird. Aber die Zahlen, das sind offizielle Zahlen, das sind nicht für uns irgendwie gezählt. Aber sondern das sind ÖBB-Zählungen, das sind Daten, wo Firma Pest gemacht hat oder so. Also das sind offizielle Zahlen. Und das Verhältnis ist, für Schweiz sind über 12.000 Grenzgänger und es fahren nur 173 Touren pro Tag. Und da sind nicht nur Grenzgänger dabei, da sind auch noch andere Leute dabei. Gibt es da noch einen Replik von Daniel Risch? Nein. Okay. Sonst noch eine Frage? Vielleicht gerade noch zu den Betriebskosten, die waren ja auch immer wieder ein Thema, wo befürchtet wird, dass es halt vielleicht teurer wird als gedacht. Wie kommt man jetzt auf die 2 Millionen und wie kann man garantieren, dass das dann nicht mehr wird? Ja, bei den Betriebskosten sind 2 Sachen zu unterscheiden. Das eine ist eigentlich Betrieb und Unterhalt von der Infrastruktur. Dort ist es so, dass der Eigentümer jeweils quasi dafür verantwortlich ist, um den Unterhalt dort sicherzustellen. Also wir jetzt beispielsweise für Park- und Reiteanlagen, für Parkplätze, die ÖBB, natürlich für die Schieneninfrastruktur. Das ist schon mal so geregelt, aber bei uns ist das im normalen Straßenunterhalt. Und die 2 Millionen, die im Recht und Antrag drinstehen, das wäre für die Bestellung des Angebots. Also wenn wir den Halbstundentakt in der Spitzenzeit und der Stundentakt in der Nebenzeit gern hätten, dass der gefahren wird, so, dann wäre unser Anteil die 2 Millionen. Bereits heute zahlt Limobil für den Takt an die ÖBB für die Bestellung von dem Service entsprechende Mittel. So wie die Frage von Medienseite. Das wäre es dann, wollen wir zeitlich zu den Abstimmungsaufrufen kommen. Warum? Man fängt da traditionell mit der Herausforderung, das wäre das Gegenkomitee S-Bahn Nein. Warum sollen die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner am 30. August Nein stimmen? Wenn man Vor- und Nachteil gegenüber abwägt, dann gibt es ein Nein. Wenn man zur S-Bahn Ja stimmt, dann geht auch Baden ins Ausland. Liechtenstein verkauft Baden an eine ausländische Firma in Wien. Und das ist nicht enkeltauglich, weil nachher kann man den Boden, der wird zuerst verkauft und nachher wird im Baurecht, kann man den wieder haben, zum Haltestellen drauf machen. Also da meine ich, da gibt es andere Lösungen. Liechtenstein hat es nicht notwendig, dass man Boden ins Ausland verkauft. Wenn ein Bürger in einem Gemeinde will bauen, dann muss er im Baurecht, der kann den Boden nicht kaufen, aber eine ausländische Firma. Ja, das ist nur ein Punkt.
Gute Replik dazu und der Abstimmungsaufruf zugleich vom Regierungschef, Stellvertreter Infrastrukturminister Daniel Risch. Warum sollen Sie Liechtensteiner und Liechtensteiner Ja sagen zur S-Bahn? Ja, ich höre auch vom Gegenkomitee auch, dass es quasi, dass die Lösung gar nicht so schlecht ist, dass es einfach jetzt noch nicht in dieser Form gemacht werden soll. Von allen anderen höre ich eigentlich eher, ja, wir wollen die Bahn, aber wir wollen die Bahn als Teil vom Gesamtkonzept. Und ich stand da für ein Gesamtkonzept, weil wir das realisieren wollen, weil wir das realisieren Mund, weil wir nicht dürfen zurückschauen und uns fragen, warum ist das im 1990, im 2000 nicht passiert. Wir sollten im 2040 zurückschauen und sagen, im 2020 haben wir den Entscheid gefällt und auf der ersten Entscheid sind ein Haufen weitere gekommen und darum haben wir im 2040 einen Großteil von unseren Problemen gelöst. Und darum stand ich und möchte die Bevölkerung auch aufrufen dazu, ein Ja in die Urne zu legen am 30. August, und zwar ein Ja und in meinem Sinn, dass wir die anderen Sachen auch umsetzen sollen und nicht ein Nein, aber, weil wenn wir Sachen gegeneinander ausspielen, dann kommen wir nicht vorwärts, wir müssen vorwärts kommen, und darum für mich ein klares Ja zur S-Bahn und ein klares Ja zum Mobilitätskonzept. Danke, herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren, für die engagierten Voten. Dankeschön am Regierungschef Stellvertreter Daniel Risch, am Landtagsabgeordneten Daniel Öri als Vorsitzender der Mobilitätsfachgruppe der Liechtensteiner Industrie- und Handelskammer und vom Gegenkomitee S-Bahn Nein, Herbert Dillkoch und am Erich Hasler. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir am Schluss von dieser Sendung, die kontradiktorische Diskussion über die S-Bahn. Wir hoffen, dass ihr da doch ein paar Einblicke gewonnen habt und einen Überblick machen können über die Thematik. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.mobilität2030.li, Mobilität mit AE, also mobilität.li. Ja, und jetzt sind Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, buchstäblich selber am Zock. Bilden Sie sich eine Meinung und vor allem machen Sie mit bei der Abstimmung. Wie gesagt, schon kurz nach dem Staatsviertel startet die Briefwahl und entscheiden Sie, wie die Weichen in Liechtensteiner Verkehrspolitik für die Zukunft gestellt werden. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen und heben Sorge.